Es kommt selten vor, dass an den Börsen alle AkteurInnen schlecht gelaunt sind. Sowohl BesitzerInnen von Anleihen als auch von Aktien. Im Regelfall profitieren die Anleihen, wenn die Aktien schwächeln und umgekehrt. Dieser Sonderfall gepaart mit der derzeitigen Inflation führt zu einer neuen Angst. Angst vor der Stagflation, der seltenen Verbindung einer ökonomischen Stagnation und einer Inflation. Doch was sind die Ursachen dafür und was droht uns? Das schauen wir uns in diesem Video genauer an. Hey, ich bin Nathanael von Evergreen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema der Stagflation. Was das überhaupt ist, was es bedeutet und wie die derzeitige wirtschaftliche Situation einzuschätzen ist. So viel ist klar. Derzeit ist wirtschaftspolitisch einiges los. Ökonomen warnen vor einer Stagflation. Das seltene Phänomen tritt auf, wenn es gleichzeitig eine Inflation gibt, aber auch eine wirtschaftliche Stagnation. Langfristig kann eine solche Situation zu einer steigenden Arbeitslosigkeit, sinkendem Wirtschaftswachstum und einer stetigen Verteuerung führen. Garantiert nicht stagniert unser YouTube-Kanal. Jede Woche gibt es neue Videos rund um das Thema Finanzen. Und nun bist du gefragt. Abonniere unseren Kanal und drück die Glocke. Wie konnte es zu der Angst der Stagflation kommen? Schauen wir uns zuerst das Thema der Inflation an. Ein tolles Video zum Thema Inflation, was sie ist und wie sie wirkt, haben wir euch in der Infokarte verlinkt. Inflation bezeichnet grundsätzlich den allgemeinen Anstieg des Preisniveaus. Das heißt, alles wird teurer. Eine Inflation in Maßen ist dabei sogar gewünscht. So strebt die Europäische Zentralbank eine mittelfristige Inflationsrate von 2% an. Allerdings, und das führt derzeit zu der Angst der Stagflation, steigt die Inflationsrate seit Monaten kontinuierlich an. War die Inflationsrate im August noch bei knapp über 3% im Vergleich zum Vorjahresmonat, sind es mittlerweile über 4%. In einem Gutachten der Commerzbank wird zum Jahresende sogar von einer Inflationsrate von über 5% ausgegangen. In den USA hat die Inflationsrate schon im August die 5%-Marke überschritten. Für die derzeitige Inflation gibt es mehrere Gründe. Einer der Hauptgründe sind die steigenden Energiepreise. So sind Öl und Gas so teuer wie schon lange nicht mehr. Besonders hoch war dabei der Aufschlag auf die Gaspreise, die im Vergleich zum Vorjahresmonat um 170,5% gestiegen sind. Dies betrifft insbesondere auch importierte Produkte, die durch die gestiegenen Kosten teurer werden. Hier spricht man dann auch von einer importierten Inflation. Hier wird die Teuerung gewissermaßen von außen angeheizt. Die Gründe für die steigenden Inflationsraten sind in diesem Fall also in den Außenhandelsbeziehungen einer Volkswirtschaft zu suchen. Wachsende Preise im Ausland werden über die Importe aufs Inland übertragen. Das ist allerdings nicht der einzige Grund für die derzeitige Inflation. Ein weiterer Grund liegt in der Corona-Krise. Durch die vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer sind auch die Preise von vielen Produkten leicht gesunken. Durch die Anhebung auf Normalniveau sind die Produkte im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Allerdings ist eine Inflation nur ein Baustein für eine Stagflation. Der zweite ist wirtschaftliche Flaute. Derzeit hat die deutsche Industrie ein Auftragsminus. Immer wieder musste die Konjunkturprognose korrigiert werden, nach unten. Auch das hat mehrere Faktoren. So trifft der Mangel an Halbleitern insbesondere die deutsche Autoindustrie hart. Nicht ohne Grund mussten viele Autobauer zuletzt wieder Kurzarbeit beantragen. Diesmal nicht wegen Corona, sondern weil sie wegen des Chipmangels schlicht keine Autos produzieren können. Lieferengpässe und Rohstoffmangel in verschiedenen Bereichen machen der gesamten Industrie zu schaffen und treiben zudem auch hier die Preise nach oben. Hinzu kommt die Containerschiffkrise. Ein Dominoeffekt sorgt dafür, dass sich viele Containerschiffe derzeit stauen und nicht entladen werden können. Die Gründe dafür sind unter anderem das Ever-Given-Drama. Am 23. März war das Containerschiff im Suezkanal auf Grund gelaufen. 6 Tage lang blockiert es eine der wichtigsten Schifffahrtsstraßen. Rund 400 Schiffe mussten wegen der Blockade auf Durchfahrt warten. Erst am 29. März gelang es schließlich, das Schiff wieder flott zu machen. Die Hafenschließung in China. Die Coronavirus-Pandemie veranlasste den Global Player, den Hafen Yantian, dicht zu machen.
Der Hafen der Millionenmetropole gilt als der viertgrößte Containerhafen der Welt. Auch hier stauten sich die Schiffe. Ein weiterer Grund für die wirtschaftlich angespannte Situation sind Probleme in der Vorproduktion von Produkten. Ein Beispiel hierfür ist Puma. Der Sportartikelhersteller hat seit Monaten Lieferprobleme, weil viele seiner Fabriken in Teilen der Welt stehen, die keine so hohen Impfquoten vorweisen können wie die westlichen Staaten. Vietnam etwa vollzieht seit Monaten einen harten Lockdown, weshalb viele Bänder stillstehen und in den Sportgeschäften Lücken entstehen. Hinzu kommen verschiedene Krisen, die die Weltwirtschaft derzeit belasten bzw. in Anspannung versetzen. Hierzu zählt unter anderem der Fall Evergrande. Ein Video dazu verlinken wir euch in der Infokarte. Droht uns nun eine schwere Stagflation? Hier sind sich die Experten nicht einig. Die meisten weisen aber auch auf den Sondereffekt durch die Corona-Krise hin und dass die Konjunktur nach der rasanten Erholung nach den Lockdowns nun an Fahrt verliere. Die Frage wird sein, wie die Märkte darauf reagieren und auch wie die Zentralbanken agieren. Ändern sie ihre Politik des billigen Geldes, um auf die Inflation zu reagieren? Der Internationale Währungsfonds ist der Auffassung, dass die Inflation und auch die wirtschaftliche Entwicklung sich Mitte kommenden Jahres stabilisieren wird und deutlich auf Werte von vor der Pandemie zurückgeht. Klar ist, die Pandemie wird Schäden in der weltweiten Produktions- und Logistikstruktur hinterlassen. Aber ob sich das nachhaltig auswirkt, hängt nun auch davon ab, wie reagiert wird. Ob sich die Schreckensszenarien einer schweren Stagflation, die einige Ökonomen herbeireden, bewahrheitet, ist unklar. Derzeit scheint es eher, als sei die jetzige Situation der rasanten Markterholung der vergangenen Monate geschuldet. Was ist eure Meinung? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis bald und viele Grüße aus Leipzig.